Willst du mal mitwetten? Nee, ich möchte ihm mal folgen. Irgendwas scheint er doch nicht so ganz koscher zu sein mit dem Kleinen. Bin mal neugierig. Aha, was macht er denn da? Gib mir die nächste Zahl. Gib du mir das Passwort. Wenn das 3 ist, was ist dann das? 1. Richtig, die nächste Gewinnzahl wird 19 rot sein. Danke. Wiesel der Wiesel. Ich probier mal was. Ich klopf mal an. Was willst du, Junge? Ich verkaufe diese tollen Lederjacken. Oh, entschuldigen Sie die Störung. Du schon wieder. Wie wird die nächste Gewinnzahl lauten? Zuerst das Passwort. Du musst es 3-mal hintereinander schaffen. Wenn das 1 ist, was ist dann das? 2? Okay, einer stimmt. Noch 2 brauchst du. Wenn das hier 2 ist, was ist dann das? 3? Das sind schon mal 2. Nur noch 1. Wenn das 3 ist, was ist dann das? 1? Okay, du bist ein Mitglied des Spielerclubs. Aber ich erkenne dich nicht. Wurde erst heute hier beordert. Neue Befehle. Was? Sorry. Ich dachte gerade an ein anderes Spiel. Was ich meinte war, dass ich erst heute hier angetroffen bin. Oh, okay. Der nächste Gewinnzahl wird 18 schwarz sein. Das ist ja einfach. Keine anderen Einsätze, okay, auf geht's. Kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie. Mal schauen, was das Glücksrad heute bringt. Nein. 19 Rot. Nein, ja. Und schon wieder gewonnen. Heute ist Ihr Glückstag, nicht wahr? Wollen Sie wieder einen Geldpreis? Jo. Ich glaube, mir reicht's für heute. Okay, Ralf, wir sehen uns morgen wieder. Große Preise für nur ein Goldstück. Hallo. Wie geht's denn so? Ich würde gerne wetten. Wetten kostet auch etwas, Kid. Ein Goldstück ist der Einsatz für ein Spiel. Okay, gut. Hier. Na gut, Kid. Auf welche Nummer setzt du? Ich hätte gerne 18 schwarz. Okay, und los geht's. Diese Spannung. Habt ihr mich verarscht? Ah, ich glaube nicht. Vielleicht klappt's. 18 schwarz. Du hast gewonnen, Kid. Welchen unserer tollen Preise willst du denn? Triff deine Wahl. Du kannst 60 Goldstücke haben. Oder du kannst die Einladung zu Gouverneurin Marlies fantastischer Fassungsfete haben. Oder du kannst einen 3 Tage Kurzerlauf auf der sagenhaften Insel Hook Island haben. Nun, was darf es denn sein? Gib mir das Geld. Wer will das Geld? So, jetzt bin ich für heute pleite. Du Glücklicher hast das letzte Gold gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Große Preise für nur ein Goldstück. Kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie. Ja, dann holen wir uns doch noch die Eintrittskarte und den Kurzurlaub. Wir wissen ja jetzt, wie es funktioniert. Mal gucken. Klopfen wir doch nochmal an. Ja, was willst du, Junge? Wie wird die nächste Gewinnspielzahl lauten? Das ist das Passwort. Wenn das hier 1 ist, was ist dann das? 4. In Ordnung. Die nächste Gewinnzahl wird 12 schwarz sein. Kriegt man da Fersengeld? Aber was tut man nicht alles für Geld?
So, dann wollen wir doch mal. Ich würde gerne nochmal gewinnen. Hier ist ein Goldstück. Na gut, Kid. Auf welche Nummer setzt du? Ich hätte gerne 12 schwarz. Okay, und los geht's. Der dreht ja förmlich durch. 12 schwarz, du hast gewonnen, Kid. Welchen unserer tollen Preise willst du? Triff deine Wahl. Du kannst die Einladung zu Gouverneurin Marleys fantastische Faschingsfete haben. Oder aber du bekommst den 3 Tage Kurzurlaub auf der sagenhaften Insel Hook Island. Nun, was darf es denn sein? Ich will unbedingt den Urlaub. Er will einen 3 Tage Kurzurlaub auf der sagenhaften Insel Hook Island haben. Und er kann ihn bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Schauen wir doch mal, ob wir das Ganze nochmal machen können, weil ich hätte nämlich gerne, wenn ich ganz ehrlich bin, die Einladung zu Gouverneurin Marleys fantastischer Waschingsfete. Weil vielleicht kann ich dann Elaine mal wiedersehen. Vielleicht ist sie dann auch nicht mehr sauer. Was willst du, Junge? Wie wird die nächste Gewinnzahl lauten? Das ist was war. Ja, ja, das kennen wir ja schon. Wenn das hier 4 ist. Was ist denn das? Ja, das ist dann 3. In Ordnung. Die nächste Gewinnzahl wird 10 rot sein. Ach ja. Was tut man nicht alles für die große Liebe? Komm her, hier hast du ein Goldstück. Ich würde gern nochmal wetten. Hier ist das Goldstück. Na gut, Kid. Auf welche Nummer setzt du denn jetzt? Ich hätte gerne 10 rot. Okay, und los geht's. Du hast gewonnen, Kid. Diesmal fällt die Wahl leicht, denn du kannst nur noch die Einladung zu Gouverneurin Marleys fantastischer Faschingsfete haben. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Nun, das war's dann für heute. Alle Preise und alles Geld wurden an Gewinner ausgeteilt. Wir bedanken uns bei allen treuen Mitspielern. Können wir nicht nochmal spielen? Ich will noch mehr gewinnen. Nun, nein. Ach, sei nicht so. Hey, was ist denn hinter Ihnen? Was? Wo? Hey! Wie hat der das denn angestellt? Da steckt sich einfach so. Können wir nicht selber drehen? Es bewegt sich nicht. Die schließen das wohl ab, wenn das Casino zu ist. Verdammt. Dann schauen wir uns doch mal ein bisschen weiter um. Was haben wir denn hier? Ein Pier, auf dem ein Fischer steht. Schon was gefangen? Machst du Witze, Junge? Ich hab schon mehr gefangen als erlaubt. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Angler. Oh, wirklich, bist du das, Jungchen? Ich bin der beste Angler in der Gegend. Ja, da gibt's noch ein kleines Problem, Jungchen. Ich bin der beste Angler in der Gegend. Du kannst ja keinen Fisch in einem Aquarium fangen. Was? Die Forellen, die ich gefangen habe, man noch nicht mal mit 2 Fässern Grog aufwiegen. Deswegen nennt man mich auch Karpfenkeller. Du meinst wohl Karpfenkellner? Herzog, Köder im Hirn, ich bin der Beste und dabei bleibt's, Jungchen. Nicht, wenn deine Haken so stumpf wie deine Witze sind. Ha, vielleicht möchte der eine kleine Wette eingehen, Jungchen. Sicher, ich nehme die Wette an. Lass mich doch erstmal sagen, worum es geht. Wenn du einen größeren Fisch fängst als ich, schenke ich dir meine preisgekrönte Angel. Wo ist der Haken?
Wenn ich einen größeren Fisch fangen will als du, musst du ihn essen. Roh? Roh? Ohne Ketchup, kalt, mit Kopf und Schwanz. Was sagst du jetzt? Na gut, die Wette gehe ich ein. Prima. Ich freue mich schon auf deine nächste Mahlzeit. Mit all den Abwässern aus dem Haus des Gouverneurs sind die Fische hier auch ziemlich eklig. Ich esse meine nie, verkaufe sie nur an die Restaurants. Dann fang mal an zu angeln, Kumpel. Ja, das Problem ist, Ich hab nur keine Angel. Gucken wir uns mal um, ob wir vielleicht einen größeren Fisch fangen können als der Kutterkopf da hinten. Dreads Schiff, Strand, Haus, Wasserfall. Hier gibt's Wasserfälle. Gucken wir uns das Ganze doch mal an. Das ist ein schöner Wasserfall. Sehr fotogen. Oh, eine Pumpe? Was macht denn die in einem Piratenspiel? Mit der Pumpe können wir nicht viel anstellen. Zumindest aktuell. Ha. Interessant. Kommen wir denn da? Nee, da kommen wir nicht ran. Schade. Gucken wir uns doch mal das Haus an. Vielleicht können wir da ja irgendwas. Oh, das ist das Haus von... Hier steht, wer ohne Nahrungsmittel eintritt, wird bestraft. Naja, wir wollen ja auch keine Nahrungsmittel vorbeibringen, sondern wir wollen uns nur in das Haus des Gouverneurs reinschleichen. Vielleicht schaffen wir das ja sogar. Leise jetzt. Oh, hey. Hallo, Wache. Hey, solltest du nicht im Knast sein? Sie verwechseln mich mit meinem Cousin Guybrush. Oh, ich verstehe. Die Ähnlichkeit ist unverkennbar. Da, hinter Ihnen, ein dreiköpfiger Affe. Wirklich? Da hole ich besser gleich den Koch. Nicht gerade der schlauste Typ, aber okay. Oh, was haben wir denn hier? Auf dem Einband steht berühmte Piratenzitate. Heidelberg ist lieber Heidelberg. Ich habe ihn beinahe geweckt. Oh, da brauche ich wohl ein anderes Buch, was ich da drauf stopfen kann. Der geht los, bevor Essen in die Röhre kommt. Das ist das Waschbecken. Haben wir noch... Ne, wir haben leider kein Buch. Dann muss ich wirklich in die Bücherei mir schnell ein anderes Buch besorgen. Dass ich vielleicht damit austauschen kann. Ich weiß nur nicht, welches. Und brauche ich das überhaupt? Schauen wir mal. Zur Not kann ich die ja zurücktauschen. Wenn ich das andere Schiff, wenn ich das andere Buch brauche. Also schnell in die Bücherei und irgendein Buch ausgesucht. Diese Folge ist leider vorbei, aber die nächste Folge kommt in den nächsten Tagen. Liken, teilen, abonnieren nicht vergessen. Vielen Dank fürs Zugucken und wie üblich, Fortsetzung folgt. Euer Tracker. Bis dann. Tschüss.